So, und willkommen zur neuen Folge von AI War Fleet Command. Und wir sind ja in der letzten Folge in den neuen Sektor eingedrungen. Und da kriegen wir auch gerade schon Empfangskomitee geschickt. Aber wir haben ja genug da, um uns zu wehren. Also das sollte jetzt echt kein Problem darstellen. Gucken wir mal ein bisschen näher ran. Schauen wir uns das an. Unglaublichen Lichteffekte beobachten zu können. Aber wenn wir jetzt schon mal alle da haben, können wir mal direkt auf den Wurmlochposten gehen. Sollte ja eigentlich relativ zügig ist anders, nö. Und dann gehen wir erstmal auf die Schiffe, die hier noch so rumeiern. Mal eins. Ich glaube, die hier gehen gut ab, die Jungs. Die Zenit-Beam-Fregatten. Die haben ordentlich Durchschlagskraft, wie das aussieht. Den hier holen wir uns auch noch direkt. Aber ich weiß halt nicht, ob wir jetzt wirklich schon den Sektor erobern sollen. Mit unserer Ökonomie sieht es halt gerade ganz, naja, so mittelmäßig aus. Das wäre halt schon geil, wenn wir wieder ein bisschen Geld verdienen würden. Wäre vielleicht also schon schlauer, jetzt direkt den Sektor zu erobern. Und ich glaube, das machen wir auch. Also es steht jetzt eigentlich nichts dagegen. Wir haben hier über 500 Einheiten mit. Sollte machbar sein. So, die gruppieren wir jetzt erstmal. Ich habe Lust, die ganze Zeit wieder anzunehmen. Und irgendwie so an Einheiten richtig was zum Verteidigen haben die ja auch nicht. So. Na, wobei die Home Command Station da warten. Na, scheiße. Da wollte ich jetzt eigentlich noch einen Moment warten, aber was ist das denn für ein Teil? EMP irgendwas. Aber mit dem haben wir auch kurz einen Prozess. Wir machen einen kleinen kurzen Prozess. Was haben wir denn hier? Eine Marode-Fregatte. Oder viele eher gesagt. Oh, jetzt haben sie aber doch ein bisschen noch was aufgefahren. Die halten noch relativ viel aus, so wie es aussieht. Ja, da sieht eine ganze Menge aus. Aber wir haben ja auch genug Jungs dabei. Also, das kommt schon machbar. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, warum die hier nicht mehr angreifen. Achso, die müssen sich erst regenerieren. Wann sind die denn regeneriert endlich? Ah, und irgendwas greift die hier. Eine gegnerische, also was ist eine gegnerische Flotte? Auf jeden Fall eine verbündete Flotte, hoffe ich mal. Free Roaming Defender. Den dauert noch einen Moment, bis wir mit denen sind. Können wir jetzt mal gucken. 170 Bomber kommen in 2 Minuten nach Zwafalu. Zwafalu, da würde ich sagen, begeben wir uns mal schnell hin. Ich will nämlich nicht direkt meinen Sektor wieder verlieren, den ich gerade erobert habe. Ich hoffe, dass das zeitlich langt mit den Einheiten aus diesem Sektor hier. Müsste aber eigentlich. Da sollen sich hier mal diese Verbündeten, nenne ich sie jetzt mal, um die Reste kümmern. Und ich denke, die werden ihren Job auch ganz gut machen. Die haben wir jetzt auch noch ein bisschen. Was sind das hier für welche? Resistance-Fregatte. Er hat auch gut Lebenspunkte. Sollte also machbar sein. So. Und woher kommen die denn? Woher kommen die? Die können eigentlich nur von hier oder von hier kommen. Deswegen stellen wir unsere Truppen mal genau in die Mitte. Und was bist du eigentlich für einer? Kriegen wir dich klein? Nee, das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Nee. Gut, der ist jetzt auch keiner Gefahr, dieser komische Zug, aber trotzdem.
Oder ist er eine Gefahr? Ich weiß es noch nicht so ganz. Nee, scheint keine Gefahr zu sein. So. Und dann müssen wir jetzt mal einen Moment warten, bis die Feinde kommen. Also ich schätze mal, da könnten sie kommen. Will, Banquan. Entweder von hier. Oder von hier. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und die kommen von da. Jetzt will ich aber auch mal ein bisschen was sehen, Jungs. Okay, jede Menge Bomber. Ist okay. Mist, die hauen ab. Finde ich aber nicht gut. Schnell hinterher, schnell hinterher. Ich habe keine Lust, dass die auch irgendwas von mir angreifen. Aber meine Jäger sind deutlich schneller als die. So. Angriff abgewehrt. Immerhin drei Türme haben sie mir zerlegt, aber das ist verschmerzbar, möchte ich meinen. Ja, dann können wir eigentlich wieder direkt hier zurückfliegen und die Reste aufwischen. Was haben wir denn hier noch rumeiern? Achso, die, ja gut, die lassen wir aber einfach mal hier stehen. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt als Teil meiner Streitkräfte. Die haben zwar einen ordentlichen Rums drauf, aber so wichtig ist das jetzt nicht. So, mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Ja gut, unsere... Moment mal. Achso, eben habe ich gedacht, ich komme hier raus. Ne. Unsere Verbündeten haben hier ordentlich was aufgeräumt. Finde ich gut. Und dann unterstützen wir die doch gleich mal beim letzten Gefecht. Und mit unserer Hilfe wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Wir sind doch ein paar mehr als die. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell das Shield runtergeht, wenn meine Jungs anfangen zu ballern. Ah, noch bin ich nicht da. Was ist das denn für ein Vieh? Ach du Scheiße. Das sollte man vielleicht nicht unterschätzen. So. Aber jetzt gehen wir mit allem, was wir haben, schön hier drauf. Sollte das innerhalb von ein paar Sekunden weg sein. Und das ist es auch. So, hier drüben haben wir noch ein bisschen was stehen. Und den hier Gebäude sehen ja mal abgespaced aus. Was ist das denn? Vampire Guardian Mark II. Das sieht hier witzig aus. Das sieht aus wie ein Drache oder so. Was haben wir? Was, das ist einfach nur ein riesiges Schild. Die Koi-Drohne, was macht die? Achso, das ist quasi ein Schiff. Kann eigentlich nichts Besonderes. Ja, also. Aber den Gegner, also diesen Verbündeten, ihre Schiffe, die sind viel schneller als meine. Das ist ein bisschen doof. So, während die hier jetzt noch arbeiten, gucke ich nochmal schnell, ob hier alles okay ist. Ja, hier ist alles okay. Hier ist auch alles okay. Was sieht's denn, wie sieht's denn in meinem Missile-Silo aus? Da bauen wir mal wieder ein paar, glaube ich. Dann nimm mal einen. Komm. Nuklearer. Ach du Scheiße, dauern die lange. Ne, 104 Minuten. 10 Minuten. Das ist okay. So, die müssen jetzt auch mal fertig sein hier. Was ist denn hier schon wieder so ein Gewitterfuzzi? Was machen wir eigentlich? Also die ballern ordentlich was weg. Dann haben wir den Sektor auch gecleant. Da
können wir dann gleich unseren mobilen Bilder hinterher schicken. Moment, haben wir den hier noch? Nee. Wo haben wir den denn? Ist der hier noch? Nee, hier ist er auch nicht. Wo hab ich den denn hin? Ach, da ist er. So. Kann er gleich da auch wieder eine Home Command Station bauen? Und der AI-Progress ist jetzt schon echt weit, also. Die werden, glaube ich, auf Dauer ganz schön aggressiv werden. Okay, und jetzt haben wir hier gegnerische Flotten. Das finde ich eigentlich mal gar nicht so toll. Da baue ich mir lieber mal ein paar Türme für meine Home Command Station. Muss ja nicht besonders viel sein, aber zumindest mal ein bisschen was. Und ein Schild will ich noch daneben setzen. So. Können wir endlich mal wieder was erforschen? Ja, können wir, aber diesmal, was machen wir diesmal? Schild, ein Schild könnten wir mal machen. Was haben wir hier noch? Minenfelder. Nee. Economy vielleicht. Economy ist vielleicht mal nicht schlecht. Jetzt haben wir bessere. Wie heißt's? Ihr wisst es. Bessere Harvester. Und was kriegen wir denn hier gleich rein? 417. Fighters und ein Starship, okay. Das wird jetzt schon ein bisschen happiger. Dann ziehen wir mal unsere Flotte rein. Du baust uns mal schnell wieder ein Kolonieschiff. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen. Richtig großartig. Warte mal, dann ziehen wir die hier aber mal ganz schnell ab. Die soll mal in den hier fliegen. So. Du baust uns. Was baust du uns denn? Komm, du machst mal hier so eine Logistik. Hatten wir noch nicht. So, unsere Truppen. Wo postieren wir denn? Hier können sie nicht herkommen. Hier können sie nicht herkommen. Also können sie eigentlich nur von hier kommen. Dann postieren wir die mal da. Oder wobei, die können eigentlich auch hier bleiben. Die können sowieso weit schießen. Wann kommt denn der Rest meiner Flotte endlich an? Ach du Scheiße, dauert das lange. Beeilung. Oh, das wird richtig, richtig knapp. Boah, das wird richtig knapp. Aber so, mal gucken, was da jetzt rauskommt. Ach du Scheiße. Angriff. Alles angreifen. Mein Gott, wo sind denn meine Truppen? Die sollen doch hier hin. So. Scheiße, ich habe die nicht geschickt. So. Viel Spaß. Mal gucken, wer es von denen überlebt. Okay, die helfen uns ja netterweise auch wieder. Oh, hier unten haben wir ordentlich Verlust. Aber das macht nichts, die können wir wieder aufbauen. Beziehungsweise reparieren. Und da kommen auch noch immer stetig welche nach. Hier schicken wir nach unten schnell. Dass sie nicht alle unsere Türme zerballern, das muss ja auch nicht sein. 268 feindliche Schiffe sind noch da.
viele. Kommt gar nicht so viele vor. Unser Command Station wird angegriffen. Geht doch gar nicht. Ah, Mist, hier. Wo kommt die denn jetzt her? Ach Leute, das ist aber nicht nett, dass er mich überall gleichzeitig angreift. Da bauen wir mal schnell hier ein paar Türme. Und noch ein Kraftfeld. So. Hätten wir den Angriff auch überlebt in Haha. Die sind alle hinüber. Ja, gut, aber da haben wir jetzt einiges verloren. Passiert. So. Da haben wir das gut überlebt. Und deswegen war es heute mal mit der Folge. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder AI Fleet Command heißt. So, wir sehen uns. Bis dann. Tschö.